Kisten aufzusetzen. Kisten und Scheibe. Okay, boah, ich mach gerade. Das habe ich nämlich überhaupt nicht kontrolliert, ob der nach 20 Minuten cuttet. Macht er aber. Das wäre jetzt der Super-GAU gewesen, wenn er nicht gecuttet hätte. Hätten wir jetzt schon 2 Stunden aufgenommen, inklusive Pause und so. Kiste hin. Und eine Kiste hin. Scheiben rein. Kiste hier. Schon eine Kiste reinbasteln. Dann gehen uns die Scheiben vorher aus. Uns gehen die Scheiben vorher aus. Zumindest eine würde noch fehlen. Genau eine fehlt dann. Genau eine Scheibe fehlt. So, wir machen das folgendes. Wir packen diese Materialien alle hier rein. Dann gehen wir hin. Ich nehme noch mal eine Scheibe mit. Und direkt ein paar mehr. Und mehr wäre eh nicht gegangen. Müssen wir auch mal wieder Sand hinschmelzen ein bisschen. So, eine Glasscheibe brauche ich noch. Sieht man gar nicht, dass ich die in der Hand habe. So. Ja doch, ein bisschen. Da unten ist ein ganz leichter grauer Strich. Da ist noch eine. So. Ah, ich hätte auch direkt die Betten alle mitnehmen können. Deswegen habe ich schon nur eine Scheibe. Ich bin schuld. So. Ganz viele Betten erstmal mitnehmen. Ich habe nicht die Häuser gezählt, wie viele es sind. Ich nehme einfach mal Betten mit. Mir egal. So. Mal darüber. Später, ich weiß gar nicht, kann man Betten im Nachhinein einfärben? Ich weiß nicht, und ich muss mich definitiv hier mal runterbauen in den einen Zombie abschlachten. Würde Minecraft zum Beispiel ja auch cool finden, wenn die Zombies, wenn die niemanden zu fassen kriegen, irgendwann auch so mal verhungern. Zumindest die im Untergrund. Das wäre doch was. Und Bett raus im Haus. Besorg jetzt gleich und nochmal Weizen. Dann machen wir eiskalt nochmal Brot und hauen das in die Villager rein. So, 2 Betten waren zu viel. Ne, mehr Betten waren zu viel. Ich habe die ganze Zeit schon gefallen. Oh, der Baum ist gewachsen. Betten rein. Bevor wir aber Veranda-Test machen, will ich noch die Lampen bauen. Ich gehe aber trotzdem direkt mal hin, schnappe mir hier. Ich habe noch genug Brot erstmal, um den zuzuschmeißen. Damit die sich vermehren und paaren.
alle bei auch mal was drin. Jetzt erstmal so ein bisschen hier hin und her schmeißen. So, lüfte ich mal kurz, danke schön. Bis hier. Und das Brot doch mit, bitte. Danke. Okay. Eine springt der andere ins Wasser. Hier sitzt keiner drin. Nein. Dann gehen wir noch hin. An der Küche sind auch zwei, die füttern wir mal mit Brot. Weil diese zwei werden sich auch vermehren. Hoffentlich. Da hat einer rumgeklappt von denen. Echt jetzt? Ich gucke genau in den... Da. Ich... Wer hat das jetzt eingesammelt? Du oder du? Geh mal ein Stückchen weg. Nee, du sollst weggehen, nicht näher kommen. Sieht immer so aus, als würde der das einsammeln. Okay. Keine Ahnung. Gucken wir mal. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass da jede Menge kleine Wildchen wieder rauskommen. Ich glaube, wir müssen da auch mal mehr dran sein, um die zu vermehren. Haben wir ein bisschen Weizen noch. Dann machen wir jetzt alles Brot raus, was geht. 16 Stück wieder. Ich gehe trotzdem mal unten abgrasen. Und noch mehr Brot. Weil was wir haben, braucht man nicht mehr. Döffelchen. Hier noch, da noch. Auf die Stelle kann ich drauf treten. Ist meine Hacke eigentlich hier? Eine Hacke müsste ich ja da. Steinhacke. Besser als die auch nicht. Ein Steinschwert. Dann stört das nämlich, dass hier das kein Feld mehr ist. Hier kann man wieder ein Feld machen. Eigentlich kann man hier raus auch Feld machen, genauso wie da nicht, aber hier und hier und hier drumherum. Kartoffeln mache ich eine ganze Line. Jetzt setze ich jetzt mal dahin, weil wir können jetzt gleich wieder schlafen. Das müsste eigentlich noch genau in dem Segment sein, wo man Wasser genug hat. So, Rest brauche ich nicht. Rest kann ich so getrost wegschmeißen. Kann ich schlafen? Nein, ich kann auch nicht.
einschlafen, aber ich kann die Hacke wegtun, die Kartoffeln wegtun. Kartoffeln tue ich aber, glaube ich, oben hinweg. So. Möchte nach oben sprinten. Sprinten. Könnten wir eigentlich die Kartoffeln braten, weil wir können auch den Villagern, glaube ich, Bratkartoffeln geben für kleine Kiddies. Glaube ich zumindest. Wissen tue ich es natürlich nicht, aber irgendwas mit Nahrungsaufnahme reicht denen, glaube ich, schon. Aber man müsste ihnen verdammt viele Äpfel halt geben. Also Kartoffeln und Brot ist bei denen mehr wert als ein Apfel. Brot. Zwei übrig. Hier haben wir jede Menge Kartoffeln, die wir backen können. Ist auch noch jede Menge Fisch, den wir machen können. Auch noch. So, wir brauchen Zaun. Zaun, Tor und Steinzaun. Also Holzzaun, Steinzaun. Steinmauer. Reicht ein Holzzaun. Tür. Wir bräuchten aber, glaube ich, mehr. Deswegen. Einmal so, einmal so. Frage. Die alle weg, das macht aber nichts, weil den Zaun brauchen wir. Mal so. Und können noch ein paar Türen bauen. So. Würde ich aber hier noch mal ein paar davon wegnehmen. So machen. Gucken, ob das dann reicht, wenn nicht nochmal drauf. Nein, den Eimer will ich doch behalten, mein Gott, ey. Den kann ich auch nochmal so machen. Ihr seht, durch die Stämme haben wir halt auch extrem viel Holz und hier haben wir noch extrem viel Stämme da. Mal extrem viel Holz, da kann ich mal zwei mitnehmen. Das wieder zu Holz machen, Holzplanken. Oder Bretter eher gesagt. Wer kam eigentlich auf die Idee dazu, Planken zu sagen? Ich weiß es nicht. So, wir brauchen aber noch unser Licht. Das habe ich da hinten hingeschmissen. 1, 2, 3, 4 hoch ist das. 5 mit dem anderen. Und den Weg müssen wir auch noch machen. So, genau, Lampen mitnehmen. Bogen können wir erstmal ablegen. Nehmen wir noch Holzbretter gerade mit. Das wir uns nämlich hochbauen können. So, in der richtigen Reihenfolge. So, wir fangen. Da ist schon ein kleiner. Hallo Kleiner. Musst du mal gerade gucken, in welchem Abstand. Der ist direkt am Weg dran. Okay, kein Abstand, direkt am Weg dran. Machen wir das doch auch so. Kann ich nämlich so hochbauen. Komm schon, 2, 3, 2, 3 und 4, ne? So, dann geht das nicht mit der Tür. War ja klar. So nämlich. So und so.
Sehr schön. Dann machen wir jetzt hier noch einen dazwischen. Immer in dem nötigen Abstand. Das war natürlich sehr doof. Wieder einen runter. Dann kann man nämlich die Tür besser setzen. Und hier der und direkt die Lampe drunter. Hätte vielleicht auch was, wenn wir dann hier noch ja, ein oder zwei Bäume hier dazwischen setzen. Dann hier so hin ist halt die Frage, ob der Baum dann nach oben wächst oder nicht. Auch das muss man ausprobieren. Dann haben wir wie so eine Allee. Können wir auch mit Knochenmehl vielleicht provozieren. Ansonsten setzen wir den genauso auch an den Straßenrand mehr dran, damit er mehr Möglichkeiten hat zu wachsen. Aber so eine Allee ist ja auch nicht verkehrt. Die ganze Zeit geduckt im Schleichen, damit ich halt nicht irgendwo runterfalle. Auch wenn bei dieser Höhe kein Schaden reinkommt, aber runterfallen heißt, ich muss wieder abbauen und wieder draufbauen. Ja, und dann kommt jetzt hier wieder einer hin. Ah, das hat diesmal sogar geklappt, ohne dass ich mich runterbauen muss. Vielleicht. Jetzt muss ich mich aber runterbauen, weil sonst komme ich nicht an die Lampe ran. Von oben zumindest nicht. So, genau. Dann haben meine Berechnungen ja fast gestimmt. Ich habe echt nicht nachgeschaut. Eigentlich wollte ich das genauso. Gott sei Dank. Ich kann jetzt mal versuchen, aber ich kriege ihn dann nicht so drunter gesetzt. Den dahin. Dann bleibt der aus. Und hier kommt noch eine Lampe hin. Nein, das war der falsche. So, so, so. Die Tür dran setzen. Das Säumchen. Das einsammeln. Und das Lämpchen. So, jetzt müsste theoretisch gesehen ja dann hier eins hin. Aber das, aber eigentlich könnte ich das trotzdem machen. 1, 2, 3, das hier wäre die Mitte. Also quasi hier hin. Mal ja trotzdem machen. Zur Not können wir sie ja immer noch wieder wegbauen. Ist hier nämlich eine größere Kluft, weil hier kommt ja dann der Eingang hin zu unserem Etablissement. Und das erstmal weg. Das kann auch erstmal weg, weil jetzt muss ich da nämlich tauschen. Einmal so.